Wir sind hier auf dem DRG-Forum 2015 in Berlin und sprechen mit Dr. Boris Ogurski, Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung und Geschäftsführer der Stiftung Münch. Herr Dr. Ogurski, herzlich willkommen zum Mittwoch-2-Interview. Der Krankenhausrating-Report 2015 erscheint ja in knapp 3 Monaten. Was können Sie uns schon verraten? Wir werden uns im Krankenhaus-Rating-Report 2015 auch wieder mit der wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser beschäftigen. Wie hat sie sich verändert? Sind wir weiterhin auf diesem doch sehr schwierigen Pfad, wo sehr viele Krankenhäuser Defizit schreiben? Sehen wir eine leichte Verbesserung? Im Moment ist es noch zu früh, da zu berichten, aber es wird spannend. Die nächsten Analysen in den nächsten Monaten werden das zeigen. Es wird ja eine Reihe von 9 Sonderanalysen geben im Krankenhaus-Rating-Report. Welche sind das? Wir haben jedes Jahr besondere Untersuchungen, die nicht regelmäßig kommen. Dieses Jahr wollen wir allerdings auch wie letztes Jahr vor allem uns konzentrieren auf die Kapitalausstattung der Krankenhäuser, das heißt auf den investiven Bereich. Wie wirkt sich die Investitionsproblematik auf die Krankenhäuser aus? Was sieht man daran? Wie ist es im Trend? Hat sich es tatsächlich immer weiter verschlechtert? Was tun Krankenhäuser dagegen? Wir wollen auch stärker uns anschauen, wenn wir die wirtschaftliche Lage sehen, an welchen konkreten Punkten hängt denn jetzt die Schwierigkeit? Wir wollen das mit anderen Partnern zusammen detaillierter darstellen. Wir werden 2015 uns auch natürlich mit der Krankenhausreform befassen, die ansteht, die 2016 gelten soll. Und wir stellen uns dabei die Frage, was für Effekte erwarten wir auf die Krankenhäuser durch verschiedene Reformpakete, die im Moment in der Diskussion sind. Sprechen die Krankenhausreform schon an. Was ist denn der wichtigste Punkt in dieser Krankenhausreform, die da kommen soll? Wie sehen Sie das? Nun, die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat ja sehr viele Maßnahmen definiert. Das wird jetzt auszuarbeiten sein. Ich denke, wichtige Maßnahmen sind auf der einen Seite das ganze Thema rund um Qualität. Man möchte qualitätsorientiert vergüten, wird man schauen, ob das alles funktioniert. Man möchte qualitätsorientiert planen. Und man möchte aber auch Qualitätsverträge zwischen Kassen und Krankenhäusern zulassen. Das wird ein spannendes Thema und durchaus auch wird sich durch die Reform durchziehen. Wir haben dann das Thema aus meiner Sicht wichtig zu definieren, was heißt eigentlich versorgungsrelevant? Welche Krankenhäuser werden wir am Markt halten müssen, welche nicht? Und dazu werden Kriterien definiert. Und auch Maßnahmen, wie ich ein versorgungsrelevantes Krankenhaus dann halten kann. Also beispielsweise Sicherstellungszuschläge oder Krankenhäuser, die nicht mehr nötig sind, kann ich die mit dem Investitionsstrukturfonds bereinigen. Sie sind ja seit September 2014 auch Geschäftsführer der Stiftung Münch. Wie sieht Ihre Arbeit da aus? Welche Themen konnten Sie mit der Stiftung in die Diskussion bringen? Mit der Stiftung haben wir noch ganz andere neue Themen in die Diskussion, die wir noch bringen wollen, die auch schon gebracht sind. Beispielsweise, wie kann ich die Gesundheitsversorgung auch krankenhausübergreifend patientenorientierter gestalten? Wir haben vielfach die Sektorengrenze, wir haben vielfach an den Schnittstellen Schwierigkeiten. Wie organisiere ich die Versorgung, dass sie für den Patienten aus einer Hand kommt? Wie kann ich dann aber auch größere Verbünde, Netzwerke bilden, die genau diese Produkte, wenn man das so nennen will, für die Patienten anbieten? Und neben anderen Themen auch ganz wichtig, Digitalisierung der Medizin. Wir stehen hier am Anfang im medizinischen Bereich. Was kommt da alles dazu, auf uns zu? Gesundheits-Apps, aber auch Thema Big Data. Was können wir aus den großen Mengen an medizinischen Daten eigentlich lernen, um die Versorgung zu verbessern? Das sind wichtige Themen für die nächsten Jahrzehnte für die Gesundheitsversorgung. Das Konzept der Netzwerkmedizin von Eugen Münch ist ja eine der Grundlagen der Stiftungsarbeit. Wie sehen Sie die Entwicklung der Vernetzung im deutschen Gesundheitswesen? Die Vernetzung im Gesundheitswesen findet statt. Wir haben immer größere Verbünde, wir haben auch ambulanzstationäre Projekte. Sie läuft aber langsam voran, mit viel Widerständen. Das ist so eine Art Generationenthema. Und letztendlich ist es die Aufgabe der Stiftung Münch, diesen Prozess zu beschleunigen, zumindest helfen zu beschleunigen. Gerade ist ja der Eugen-Münch-Preis in den Kategorien wissenschaftliche Arbeit und Geschäftsmodell ausgeschrieben worden. Können Sie uns ein bisschen über den Preis erzählen?
Der Eugen-Münch-Preis ist in zwei Teilen gegliedert. Einmal der Wissenschaftspreis, der mit 25.000 Euro recht hoch dotiert ist, möchte wissenschaftliche Arbeiten belohnen, die sich mit dem Thema befasst haben, regionale Netze, bundesweite Netze, Versorgungsstrukturen optimieren, auch Versorgungsforschung wird ein wichtiges Thema, Digitalisierung der Medizin. Also Wissenschaftler, die hier etwas schon beigetragen haben, können diesen Preis gewinnen. Und auf der anderen Seite wird ein Geschäftsmodell. Start-ups sind hier aufgerufen, ihre Geschäftsideen, wie man die Gesundheitsversorgung verbessern kann, konkret patientenzentrierter, aber auch effizienter gestalten kann, hier einzureichen. Dr. Augurski, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke.